So, und jetzt eines der letzten Protokolle, es ist also relativ frisch, vom April, vom 26. April 2023. Für mich das Highlight der ganzen Sammlung. Minister Lauterbach hat Anfang April die Pandemie für Deutschland für beendet erklärt. Wie gehen wir damit um? Es gibt kein landesspezifisches Ende einer weltweiten Pandemie. Ja, man sieht, sie haben sich selber in diese Pandemie reingesteigert. Und man kann als abschließende Bemerkung beim RKI im Grunde folgende Tendenz ausmachen. In den Protokollen von März 2020 zeigen sie sich ersichtlich befremdet über das, was politisch passiert. Sie weisen darauf hin, dass es plötzlich 50% Leerstand in den Kliniken gibt, was es noch nie gegeben hat, schreiben normal seit 10% Leerstand. Sie sagen aufgrund ihrer klinischen Überwachungssysteme, also Sentinel und so weiter, dass die Zahl der Erkältungen insgesamt völlig normal ist. Man sieht, dass sie dem Ganzen distanziert gegenüberstehen. Das ändert sich aber, und ich deute es so, dass sich viele RKI-Mitarbeiter selber in die von ihnen erzeugte Psychose mit reingesteigert haben und am Schluss ganz erschreckt erfahren: Ups, jetzt wird gesagt, die Pandemie ist zu Ende. Aber warum? Das ist doch alles wie vorher. Ja, stimmt. Es gab eben nie eine Pandemie im medizinischen Sinne, also im Sinne des Notstands, sondern es gab nur eine Deklaration, eine politische Deklaration einer Pandemie, und die wurde dann beendet, als es politisch nicht mehr opportun war.